Es gibt da eine Sache, die ich seit geraumer Zeit immer häufiger beobachte, unabhängig vom Unternehmen oder der jeweiligen Agentur. Und ich beobachte sie gerade bei Jüngeren, bei Uni-Absolventen, Berufseinsteigern, Junioren, aber hier und da auch immer häufiger bei Älteren. Offener Widerspruch und Kritik werden als Kränkung empfunden. Und sie werden in der anderen Richtung nicht gewagt. Vielleicht aus Sorge und im falschen Glauben, das gehöre sich nicht. Oder man würde damit jemandem wehtun. Es ist heute eher so, dass in den Einzelfällen, in denen mal jemand aufsteht und zugespitzt seine Meinung sagt, Offenheit zeigt, er als Exot bestaunt wird. Oder aber sofort diskreditiert. Kaum Kritik gegenüber Vorgesetzten, kaum Kritik gegenüber Kollegen, kaum Kritik gegenüber dem Ansprechpartner auf Unternehmensseite. Dabei brauchen wir doch Auseinandersetzung und Meinung und Reibung, um zum Besseren zu kommen, zu besseren Lösungen. Daran müssten eigentlich alle ein Interesse haben. Deshalb, wir brauchen wieder mehr Streit. Und nicht um des Streits willen, sondern Streit um die Sache. In Unternehmen, in Agenturen und auch gerade bezüglich der Agentur-Unternehmensbeziehungen. Also steht auf, habt Meinung, artikuliert sie und sucht den Konflikt. Konfliktscheu, nein, danke. Ansonsten legt sich wie Mehltau, falsche Harmoniesucht, lähmende Harmoniesucht über alles. Mehltau ist übrigens eine Pflanzenkrankheit. Erst sterben die jungen Blätter und dann der ganze Rest.